Hellas, liebe, liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Suchen und Zerstören auf Lounge. Ja, heute gibt es mal wieder Black Ops. Warum das Ganze? Weil das Gameplay schon vor 5 Monaten aufgenommen wurde. Ne, vielleicht nicht vor 5, aber vor mehreren Monaten, sagen wir es mal so. Ja, und ich will heute direkt reinstarten. Ich möchte heute kein cracky Commentary machen. Nein, ich möchte heute einfach wie immer gut drauf sein. Ich bin gerade von der Schule gekommen, habe meine Deutschprüfung heute, ich denke mal, ganz erfolgreich absolviert. Für die es interessiert, ich habe den dritten Themenbereich genommen, das war die Dingens. Wie ist es halt nochmal? Dieses Körperkult-Thema. Also, da musste man einen Brief schreiben an eine amerikanische Freundin, die hat gefragt, ob sie eine Operation an ihrem Körper vornehmen soll, also eine Schönheitsoperation. Und ich habe natürlich davon abgeraten, da das Einzige, was zählt, natürliche Schönheit ist. Und da natürlich Operationen gewisse Schwierigkeiten bzw. Probleme mit sich tragen können. Ich habe, denke ich mal, eine ganz gute Zusammenfassung davon gemacht. Übrigens für die anderen, ich habe gelesen, viele haben jetzt auch Prüfungen. Ich hoffe, bei euch ist auch gut gelaufen. Ihr könnt ja vielleicht mal in die Comments posten, was ihr gewählt habt oder wie es bei euch gelaufen ist jetzt, was auch immer ihr geschrieben habt. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich auch noch viel, viel Glück für die kommenden Prüfungen. Gut, da kommen wir mal jetzt zum Minecraft-Server-Fail. Es tut mir unglaublich leid, Leute, dass ich gestern gesagt habe, der Server läuft wieder. Im Endeffekt ist Daniel nicht ongekommen, der Sack. ich hätte gedacht, dass er onkommt, aber gut, ich gebe ihm da jetzt auch nicht die Schuld. Er kann ja nicht die ganze Zeit on sein. Trotzdem schade, ich hätte gedacht, er kommt on und gibt dann den Server frei sozusagen, aber das hat nicht ganz hingehauen. Deswegen möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei euch entschuldigen dafür, dass es nicht geklappt hat. Ich hoffe, wir kriegen es heute hin. Ich empfehle euch einfach, probiert immer und immer mal wieder zu joinen. Vielleicht funktioniert es ja irgendwann. Ich werde auf jeden Fall in unsere Bulletins oder in die Kanalkommentare von uns schreiben, ab wann der Server dann geht. Und deswegen solltet ihr regelmäßig auf unseren Kanal schauen, falls ihr interessiert seid, am Minecraft-Server mitzuspielen. Ich habe einen Kumpel aus meiner Klasse halt versprochen, dass ich eine emotional traurige Commentary mache, weil unser Server immer angegriffen wird und gerade bei Minecraft nichts funktioniert. Ich werde damit jetzt einfach mal starten. Ich habe mir so gewünscht, dass, keine Ahnung, der Minecraft-Server irgendwie einfach läuft und da kommen so viele Hater und die zerstören dann halt immer alles und ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist einfach so scheiße. Aber ihr seid die Besten. So ein Scheiß. Okay. Ich habe gesagt, es wird kein cranky Commentary. Das war jetzt gerade nur ein kurzer Aussetzer, den ich so zwischendurch mal reinbringen muss. Okay, ich habe eine Videofrage für euch. Und zwar geht es wieder um Minecraft. Ja, es dreht sich alles rund um Minecraft auf YouTube gerade. Ich hoffe, ich nerv euch damit nicht. Ich probiere jetzt hier auch natürlich auch mal wieder Black Ops zu bringen. Ich bin gerade an einem Call of Duty 4 Gameplay dran. Läuft nicht gut. Das kann ich nicht so weit sagen. Wollt ihr, dass ich ein Minecraft Let's Play, beziehungsweise dass ich das Minecraft Let's Play fortsetze? Das ist zwar jetzt am Anfang nicht so gut gewesen. Ich würde das natürlich dann professioneller und besser machen. Wollt ihr das? Wenn nicht, dann, also beziehungsweise ich wollte fragen, wollt ihr ein Let's Play und ein Let's Show? Oder wollt ihr nur ein Let's Show? Also das heißt, ich würde dann, keine Ahnung, zweimal im Monat, dreimal im Monat so einen Let's Show bringt es dann so, keine Ahnung, 20 Minuten, 15 Minuten, je nachdem halt wie lang auf dem Online-Server dann bringen würde. Es ist eure Entscheidung, ihr müsst entscheiden, schreibt in die Videokommentare. Yeah! Okay, das war jetzt gerade ein übel scheiße Beat. Jedenfalls, es kam gestern noch die Frage, hey, wo ist eigentlich der andere Typ da? Wie heißt er nochmal, der andere Spacko da, der mit dir kommentiert, dieser BM, irgendwas mit BBE, dieser Benny da, der Benny. Wo ist der eigentlich? Der Benny, der Kollege ist gerade ziemlich faul unterwegs, ne Spaß. Er ist jetzt erst aus dem Urlaub gekommen, hat keine Gameplays parat, wo ich ihn echt bemitleide. Er hat einen 48,3 Meter Mac 11 gehabt und er hat es nicht abgefilmt und dann wurde das gelöscht. Ey, ist so ärgerlich. War echt ein hammergeiles Gameplay. Echt richtig schade, dass das nicht gespeichert wurde. Das wollte er eigentlich bringen, aber gut. Wenn er so faul ist und sich das nicht mal abfilmen kann, dann ist er selber schuld, ja. gut, jedenfalls, ich hoffe mal, Benny wird bald mal ein bisschen hier wegkommen. Ja, wir probieren gerade alles Mögliche, ein bisschen Gameplays zu machen. Steam und Facebook schreibe ich alles unten rein. Skype, Steam, Facebook, alles Mögliche, wo ihr uns adden könnt. Soziale Connections und so weiter. Soziale Kontakte, sorry.
Wir sind da ja wirklich die, die sagen, ihr dürft uns adden, ihr dürft mit uns zocken, wir nehmen euch da überall auf. Ja, so sind wir halt ein bisschen drauf. Yo, in Skype, auf dem Abonnenten-Skype bin ich nicht so oft on, aber wenn ich on komme, schreiben mich wirklich Tausende von Leuten an. Ich glaube, meine Freundschaft ist halt mittlerweile 400 Freunde. Und da schreiben mich übelst viele an. Das heißt, wenn ich euch mal nicht antworten sollte, dann seid nicht enttäuscht oder denkt, ich ignoriere euch. Nein, es ist einfach zu viel. Ich kann ja nicht überall darauf antworten. Wenn ihr Glück habt, dann sehe ich gerade, aha, ihr antwortet mir und ihr schreibt mir und dann antworte ich euch natürlich. Zu den Cranky Commentaries. Die Cranky Commentaries kriegen teilweise geiles Feedback, was ich richtig mächtig von euch finde, wie ihr das pusht und so weiter. Andererseits kriegen sie auch wirklich viele, viele Hater. Beziehungsweise, was heißt Hater? Leute, die das Ganze einfach nicht mögen. Kann ich gut verstehen. Ich finde das manchmal auch ein bisschen abgespaced, wenn so ein Typ hier Call of Duty spielt und dann so übel krank drauf ist. Man könnte fast meinen, dass es vom Spiel kommt, dass man so krank drauf ist. Aber nein, es ist nun mal ganz einfach so, dass momentan auf YouTube, ich nenne jetzt überhaupt keine Namen und so, aber dass die, keine Ahnung, die Commentaries sind alle so Mainstream, ja. Also man sieht gar nichts mehr anderes. Deswegen probiere ich ein bisschen cranky drauf zu sein für euch, um euch einfach mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Für die, die es nicht verstehen, tut mir echt leid. Ansonsten zu Minecraft-Server, diese Angriffe, die da drauf passieren, habe ich ja gestern so ein bisschen verarscht, muss ich ehrlich sagen. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, ich verstehe nicht, warum die Angriffe kommen. Ich probiere immer alles für die Abonnenten zu tun. Ich probiere Server zu suchen, damit wir darauf zocken können. Ich probiere alles einzurichten, dass es euch recht ist. Und wenn dann Leute kommen und den Minecraft-Server einfach zerstören, dann kann ich das nicht nachvollziehen. Muss ich ganz ehrlich sagen, tut mir leid. Naja, gut, das war das Gameplay, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist ein 10 zu 2 auf Radiation. Tut mir leid. Mit der MP5K. Es heißt nicht MP5K, sondern MP5K ist eine deutsche Waffe. Nur so mal zur Zwischeninformation. So, Leute, ich hoffe, ihr beantwortet die Videofrage. Ich hoffe, ihr gebt mir den Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und Hellas, bis zum nächsten Mal. Gut, wollen wir das jetzt nicht ausweiten? Ich wünsche euch einen schönen Tag, bis dann. Ah, falscher Knopf.